taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. So, hallo und herzlich willkommen hier in der EL2 mit mir, aka Fabix, in Monza jetzt hier dabei. Ein wunderschönes, bis jetzt noch ein wunderschönes Wetter, sogar mit Sprint jetzt. 9 Runden Sprint, 27, spannende, lange DRS, gehaltige Runden. Ich würde sagen, es sind jetzt noch alle in der Box. Das heißt für uns, wir haben Zeit, um uns das letzte Rennen reinzuluschern und zu sehen mal, was da so passiert ist. Wir sehen in Ungarn Yannick auf der 1, Big Ben auf der 2, ganz knapp hinter ihm. Und danach auf der 3 kommt Angelo im Alpin, nachher Marvin. Und ja, Driver of the Day wurde der Boy, der hatte nämlich auch ein starkes Ergebnis gemacht, ist von der 17 auf die 9 gefahren. 8 Plätze gut gemacht. Und ja, in der Haupttabelle, jetzt in der Standings, Yannick hat sich hier den EL2-Titel gesaved, den kann ihm niemand mehr wegnehmen. Ist hier geschlagene 87 Punkte vor Busch, die im 2 platzierten. Hinten natürlich, also von, ich sag's mal so, von, ja, was soll ich sagen, Angelo bis zu Buschi kann auch alles passieren. Ich glaube, ein Angelo könnte 52 Punkte, das wird leider nicht mehr ganz reichen, wenn er das alles, doch, wird noch reichen, denn wir haben ja noch jetzt ein Monster-Sprint. Von dem her könnte es auch für Angelo noch reichen, für Sachse sogar auch. Von 11 bis zu 2 ist noch alles möglich, also wir werden es sehen. Traudl, der hier heute nicht dabei ist, muss hier wirklich schauen, dass er noch in die Top 3 kommt. Vielleicht im letzten Rennen, ob er es schaffen wird. In den Team Standings hier Alfa Romeo natürlich on top. Hinten, hinter Alfa Romeo ist Alpine, ich sehe gerade. Einer hier hat die Session aufgegeben. Und das ist ein Yannick. Wir springen direkt mal rein. Yannick hier hat die Session aufgegeben. Hat das Auto in die Wand gerammt. Kann jetzt nichts mehr fortführen. Das ist bitter, bitter, bitter für ihn. Formel 1 Fahrer jetzt auf seinen ersten Hotlap. Da bin ich aber auch mal sehr gespannt, was ein Yannick im Rennen hinzaubern kann. Denn der ist schnell. Ja, Titel. Ja, den jetzt den Titel hat. Oh. Und Formel 1 Fahrer mit einem riesen Bock in Turn 1 und 2. Das heißt, wir schauen jetzt mal Marvin zu, wie er hier seine Hotlap vollendet. Schön im vierten Gang geblieben. Jetzt die Lesmo-Kurven. Doppelrechts, so gesagt. Ja, muss man natürlich immer schauen, dass man nicht aufs Gras kommt. Aber bis jetzt macht er es gut. Bis jetzt sieht nichts verkehrt aus hier. Jetzt schön hier die Track Limits ausgenutzt. Hier können wir noch ein bisschen enger gehen. Und auch ein Jonas gibt die Session auf hier im Alfa Tauri. Circa 200 Meter nach Yannicks Dirne. Oder 100 Meter auch nur. Wir schauen aber jetzt mal, was wird es für eine Hotlap? Was kann er hier für eine Hotlap zaubern? Es ist 20-1. Starke, starke Runde.
Hinter Janik kommt direkt Utsa mit der 20-8. Fett hier auf die 2 nachher kommt ein gewisser Bushi. Nee, Shish Gaming ist noch gekommen. Tut mir leid. Habe ich natürlich gar nicht gesehen, den guten Shish Gaming. Jetzt aber zu Bushi. Bushi mit der neuen Bestzeit. 1:19:5. What a lap. What a lap. Setz hier das Ausrufezeichen. Der will sich natürlich hier Platz 2 sichern in der Fahrer-WM. Ist ihm, glaube ich, sehr wichtig. Jetzt Fabi, was kann er für Nordlap machen? Ich glaube, der wird schnell. Der ist schnell mit einer 20-1. Alles sehr, sehr schnell hier. Broken mit einer 20-2. Setz sich hier vor Shish Gaming. Jetzt ein anderer Ferrari von Boy. Macht hier, glaube ich, wieder, was ich mal gehört habe, seine Rennrunden ein bisschen zu practicen. Denn seine Taktik ist, er hat mir mal so gesagt, dass er sowieso nicht so schnell und quali ist und dass er dann auch für die Rennen trainiert. Ist meiner Meinung nach, kann eine gute Idee sein, denn man ist dann ein bisschen mehr vorbereitet, wenn er direkt einen Rennstint hier macht. Aber es ist jedem das Seine, ist nicht so meins, muss ich zugeben. Sagst du jetzt hier mit einer 19:7. Aber die ging in Welle, so viel ich weiß, denn sie wurde nicht gewertet. Die Runde wurde nicht gewertet von Sachse. Formel einfach jetzt auf der zweiten Outlap. Hier. Hat er seine erste Runde in Welle gesetzt? Ah, nee, nee. Tut mir leid, das war nicht in Welle. Sondern er hat Turn 1 und 2 nicht so getroffen, wie er wollte. Zu viel Zeit verloren, hat sie dann abgebrochen. Formel 1 Fahrer. Ich glaube, Sachse geht jetzt in die Pit. Ja, der geht in die Box. Hat er auch keinen Sprit mehr. Hat hier nur das Nötigste mitgenommen, aber jetzt Formel 1 Fahrer mehr als das Nötigste hier mitgenommen. Mal schauen, was er hier jetzt bringen kann in Q1. Besser gesagt im Short Quali. Bremst hier gut an für die erste Kurve im zweiten Gang, jetzt Short Shift in den dritten, schön raus beschleunigt hier, keinen Wheelspin hier geholt. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was sagt der erste Sektor. Es ist eine 26,2 und das ist super stark für den ersten Sektor. Jetzt die beiden Lesmo-Kurven. Doppelrechts, nimmt da gut mit. Jetzt noch Ascari. Und dann noch Parabolica. Und dann hat er seine Outlap. Nimmt hier den Kart auch gut mit. Auch hier vielleicht ein bisschen vorsichtig. Aber er kann damit arbeiten. Und bis jetzt sieht es nicht schlecht aus. Der Topspeed sagt auch: Ich bin heute dabei. Ich flügel natürlich niedriger. Jetzt noch Ascari gut treffen und was wird es jetzt am Schluss für eine Hotlap? Das sieht mir nach einer neuen Bestzeit aus und es wird die neue Bestzeit mit 2 Zehnteln vor Bushi. Was eine starke Runde von Formel 1 Fahrer. Der will es heute auch wissen. Angelo. Und der macht hier fast den Leclerc. Verliert hier sein Auto und geht jetzt direkt pitten. Koyokari, was wird seine Runde sagen? 19:7 setze ich hier auf die
Mit der Startposition, die zweite Reihe. Sanji. Auch auf seiner Outlap. Und was habe ich hier gerade gesehen? Irgendwie. Was er ist es? Es ist. Es ist. Bin ich gerade nicht gerade bei Sinn? Man 21,4 auf die 10, aber wir hatten vorhin eine Hotlap gesetzt. Ich hab's nicht gecheckt. Diele kann es nicht sein, denn der geht jetzt wahrscheinlich in die Pitlane. Ja, so leid es mir tut. Und oh, Janle und so hat seine Hotlap hier in Valid gesetzt. Invalid von Jan Leonso. Und Kaudel, danke, dass du hier die PD unterstützt mit deinem Sub. Grüße aus dem Krankenbett. Natürlich dir eine gute Besserung. Und ja, du musst jetzt hoffen, Kaudel, dass Bushi nicht zu sehr absaftet, sonst wird's für dich dann langsam knapp mit deiner Wette. Der Bushi ist auf dem zweiten Platz hinter Formel 1 Fahrern und der Bushi ist jetzt auf seiner Outlap. Was wird die erste Sektorzeit sagen? Eine 26,2 wurde vorhin gegeben von Formel 1 Fahrern und jetzt ist eine 26,4 von Bushi. Kann er sich aber jetzt noch im Mittelsektor und im letzten Sektor verbessern. Doppelrechts. Nimmt er aggressiv mit. Was sagt die zweite Sektorzeit? 30.000 ist schneller. Ascari nimmt da nicht schlecht mit. Jetzt die letzte Kurve, Parabolica noch. Und Shish Gaming. Mit einer 19-1 hier jetzt auf die 1. Starke Runde von ihm, aber jetzt alle Augen auf Bushi. Was kann er hier für eine Zeit bringen? Es wird eine 19-5. Bleibt auf Platz 3. Die Wette habe ich aufgegeben. Ja, Traudel, vielleicht lässt sich Bushi auch noch was anderes ein. Wie gesagt, im letzten Rennen kann es vielleicht zwischen euch noch krachen. Jetzt, Sachse. Was wird auch seine Zeit sagen? Auch hier einer der vorderen Fahrern hier in der EL2. 20-2. Ich denke, da könnte noch was gehen. Setze ich hier auf die 8, aber sonst eine Solid-Runde für eine Banker. Jetzt aber für ihn schnell in die Pit und weiter geht's. Da war ich mit einer 26,5. Er verfolgt, glaube ich, immer noch seinen Rennstint. Angelo mit einem starken ersten Sektor. Kaum eine Zehntel weg von Formel 1-Fahrer. Könnte hier auf die Top oder Top 4 zusteuern. Zweiter Sektor. Sagt auch nichts Falsches. Jetzt die letzte Turn. ...19,3 und er setzt sich knapp 1,5 Zehntel in der Shish Gaming aus. 330 km/h fährt der Ringseite. Kann sein. Könnte aber auch einfach einen höheren Flügel sein. Es könnte auch sein, dass im Rennen regnet. Das wäre auch möglich, sage ich mal so. Oyokari hier jetzt sein Outlap abgebrochen. Fabi aber auch. Wenn der blinkt. Marvin ist auch langsamer und Dila ist jetzt 2 Zehntel schneller gewesen. Setze ich hier auf die. Bleibt auf der 8.
Jetzt, Jan Leonso hat ja auch noch keine Hotlap gesetzt, ne? 52,9 kann man gut mal machen, beschleunigt hier schön raus, was gewährt für eine Zeit, das werden dann 19,4, setzt sich auf die 4. Starke Runde von ihm auch. Und jetzt, alle die jetzt in der Pit sind, bereiten sich mental und mit dem Skill auf die letzte Hotlap zu. Die letzte Hotlap ballert entweder rein oder ist immer ein kompletter Bruch. Und broken. Jetzt auf seiner Hotlap. Fängt hier früh an mit seiner Hotlap. Will wahrscheinlich nicht im Verkehr landen. Wird er natürlich jetzt auch nicht. Hat drei Fahrer vor sich, sage zwei wird er überholen. Den Alfa Romeo von Jan wird er nicht mehr kriegen. Und ich glaube, der hat keinen Sprit mehr. Ah ne, der bereitet sich nochmal auf seine Hotlap vor. Auf eine zweite. Hat genug Sprit angeblich mitgenommen. Oh, da bin ich gespannt. Sehr, sehr gespannt. Und ich glaube, das Setup von Broken ist kein Regen-Setup. 144 km ist schon solide. Da geht er fast, fast, aber wirklich nur fast auf Track. Broken jetzt in der letzten Runde. Was wird die Zeit sagen? Es werden 20,1, 1,5 Zehntel schneller. Geht ja auf die 10. Jetzt Jan auf seiner Hotlap. Was wird die erste Sektor uns beichten? Ne, 26, 2 Zehntel schneller und das ist bis jetzt mit der Sektorzeit könnte es Pole-Kurs sein. Janle und so, was sagt der zweite Sektor? Zweiter Sektor, was spricht uns auch was Gutes? 1,5 Zehntel schneller jetzt insgesamt ist auf einer 19, 2 Kurs. Kriegt den Wheelspin hier, ob das schnell war, ob er hier viel Zeit verloren hat, weiß man nicht. Aber man muss natürlich jetzt durch den hat zu viel Verkehr vor sich. Und da muss er abbrechen. Da war ein Busch im Weg. Das sieht man jetzt schon ein Fan der EL2 Panda-Look. Broken Fan-Glück am Start, genau. Ja, Broken jetzt natürlich auf der 10. Hat hier leider keinen Sprit mehr, kann hier keine Hotlap mehr setzen. So, tut mir leid für die kleine Unterbrechung. Okuyokari hat das Auto weggeworfen in die Wand. Bitter für ihn. Jan Leonso. Konnte sich wie gesagt nicht verbessern. Mit einer 19,4 jetzt. Shish Gaming hier. Auf der Pole, aber ich glaube, Bushi ist noch weiter vor ihm. Und hat die Runde in Welle gesetzt. Wer hier auf Polkurs? Die Frage ist, ob er die Runde jetzt zu Ende fährt oder ob er pitten geht. Ich glaube, er macht sie zu Ende. Was wäre es für eine Zeit von Bushi? Es wäre eine 19-0 und das wäre die Pole Position bis jetzt. Aber wer weiß, was Shish Gaming verbessert sich nicht und Angelo? Das werden wir herausfinden, was Angelo macht. Verbessert sich jetzt hier auch nicht. Hat das ERS abgestellt? Es wäre die Pole Position geworden
Für Bushi. Und was macht Bushi jetzt? Ist auch langsamer. 9,3 Sekunden. Ja, Buza. Kurz noch Schlangenlinien fahren. Es reicht leider nicht mehr für seine nächste Hotlap. Somit haben wir das Startgrid. Kuyukari, ob die Hotlap jetzt zählt, glaube ich mal, weil er hat einen gesetzt. Und die von Koyokari zählt. Also wir haben Sheesh Gaming auf der 1. Hat Glück gehabt, dass Bushi nicht noch seine Hotlap gesetzt hat. Aber wir wissen, dass Bushi die Pace hat. Auf der 2 Angelo. Formel 1 Fahrer auf der 3. 4 Jan Leonso. 5 Bushi. 6 Marvin. 7 Koyokari. 8 Fabi Dylan. 9 Broken. 10 Nach der Top 10 kommen Saxe, Butzer, Da Boy, Sanji, Yannick und Jonas, die beiden, die unglücklich DNF gehen. Aber die beiden haben ja noch Zeit, um es im Sprint und im Rennen aufzuholen. Also kann auch sein, dass da ein bisschen Chaos gibt. Und mal, ja. Mal schauen, wenn hier der Sprintstart ist in der IL2. Wir werden es gleich herausfinden. ...57. Das heißt, ich schicke euch 5 Minuten in die Pause. Meine Sprachfehler wieder hier. Am Start. Aber ich würde sagen, ich, wenn es geht, verschiebe ich Shishkemi noch kurz. Hallo? Hallo? Hast du kurz Zeit? Ja. Super. Also, Shishkemi, du hast die Pole Position hier geholt in Monza. Was denkst du, kannst du im Sprint machen und im Rennen? Boah. Ist komplett offen tatsächlich. Also ich weiß, dass die Hinterleute nicht langsam sind. Ich hatte gerade einfach eine wirklich sehr gute Runde erwischt. Deshalb lege ich mir dann kein Ziel fest in dem Sinne. Natürlich wäre es schön, den Sieg zu holen, um auch gegebenenfalls den Marvin in der Gesamtwertung wieder zu überholen.
So, da sind wir wieder in der EL2. Nach einer kurzen, knackigen Pause. Ich hoffe, ihr konntet alle kurz aufs Klo gehen. Denn jetzt habt ihr keine Zeit mehr, jetzt wird es spannend. Und die Spannung will man natürlich nicht verpassen. Gleich geht es hier los im Sprint. Lange müssen wir nicht mehr warten. Jetzt geht's los. Die fünf roten Lichter gehen aus. Wer kommt besser weg? Alex mit einem guten Start. Angelo auch. Aber hinten, Formel-1-Fahrer kommt besser weg im zweiten Lauf. Und Marvin kann sich hier vielleicht den Inside krallen. Nein, Angelo verteidigt hier gegen Formel-1-Fahrer. Er muss aber auch zurückstecken gegen Marvin. Und hier sehe ich einen Butzer im Gras. Hinten auf der 15. Butzer im Gras. Was ist hier denn los? Und jetzt der Dealer. Zum Beispiel auch ganz nah dran. Yannick schon vier Positionen am Start gut gemacht. Der muss jetzt natürlich irgendwie pushen. Jetzt in der Koyokari. Auf der 12. Hinten ist der Boy vorbei an Sanji. Und Buschi auf der 6. Jetzt Side by Side gegen Fabio oder auch nicht. Das wär's gewesen. Buschi muss jetzt schauen, dass er wieder nach vorne kommt, denn er hat zwei Plätze verloren. Formel 1 war gerade schon die Lücke zu Marvin. 1,1 Sekunden. Die muss er natürlich jetzt schließen. Denn hier ist das DRS ganz wichtig. Schieß Gaming mit der schnellsten Runde, aber das war klar als erster und wird jetzt angegriffen von Angelo oder auch nicht oder Angelo spät. Auf der Bremse fährt ihm hier fast ins Heck. Und Jan Leonso, jetzt Side by Side mit Buschi. Buschi muss hier die Position noch nicht aufgeben. Jetzt muss er so nach hinten. Wartet ein gewisser Dealer schon auf Buschi. Geht es hier aber nicht Side by Side mit ihm rein. Hinten haben wir einen Positionswechsel gegeben. Formel 1-Fahrer dreht sich hier oder hat die Kurve verpasst, er hat sich, glaube ich, gedreht und verliert alles. Der Vorsprung natürlich jetzt von den Top 3 noch größer als vorhin, aber ich glaube, Fabi wird das aufholen oder muss er zumindest. Denn sonst ist es nicht gut, sonst wird die Lücke immer größer und die haben dann keine Chance mehr auf die Top 3 hier im Sprint. Ich sag so, solange alle noch im DRS sind, ist nur die halbe Welt verloren, wenn man Plätze verliert. Noch nicht die ganze, denn es kann spannend werden, es kann vorne krachen. Und da sehe ich einen Marvin, der einfach zurücklegt. War geghostet, jetzt ist auf einmal Fabi Side by Side oder auch nicht mehr. Oder wird er reinstechen? Nein, er bleibt hinter ihm. Hinten gibt's auch kein Reingestechen hier in Turn 1 und Sachse muss es wieder aufholen. Das ist hier halt im Monster ein riesiger DRS-Train. Ja, natürlich bei trockenen Bedingungen ist es nur im DRS und Sachse ist schon am Blinken. Der muss es natürlich alles geben. Butzer mit 3 Sekunden Strafe Kurve abgekürzt. Okay. Dachse wird, glaube ich, das DRS fast verlieren. Auf den Dealer ist jetzt drin, aber kann das DRS nicht einschalten. Muss hier jetzt alles geben. Vielleicht vor Ascari oder nach Ascari und vor Parabolica in das DRS zu kommen. Nein, es wäre nichts. Busch hier vorbei an Jan Leonso. Buschi mit 8 Zehntel Rückstand, Marvin mit 9 Zehnteln schon und vorne hat sich ja ein Führungswechsel getan. Der liebe Angelo ist vor Shish Gaming Alex.
Wie habe ich das denn gerade ausgesprochen? Sheesh Gaming Alex. Eieiei. Meine natürlich Sheesh Gaming. Jetzt hier vielleicht Cyber 2-3. Nein, er bremst auch früher hinten. Koyokari mit Sachse im Wald. Koyokari geht vorbei. Und jetzt ist die Frage halt. Kann Koyokari es aufholen nach vorne? Ein Yannick jetzt schon auf der 10. Bald in den Punkten. Alex ganz nahe dran hier, schiebt den Mann hier fast an. Durch diese Turn. Hat jetzt aber wieder Zeit verloren, jetzt ist Marvin hinten natürlich. Es ist halt ein riesiger DS-Trade und Koyokari scheint mir, als ob er das aufholen kann. Natürlich kann man auch hier im DRS schön ERS sparen. Und Alex jetzt mit dem riesen Bock und da muss Marvin fast vorbei. Jetzt gehen sie aber side by side auf Parabolica zu. Marvin kann sich glaube ich durchsetzen. Ja, Marvin setzt sich durch und Marvin muss jetzt schauen, dass er wieder rankommt. Denn Sheesh Gaming ist wieder side by side mit ihm. Was kann Sheesh Gaming machen? Bushi mit der fastest lap. Und Marvin ist am blinken. Marvin blinkt jetzt schon, Sheesh Gaming side by side oder auch nicht, da gibt es vielleicht einen kleinen, aber feinen Touch. Bushi jetzt hinten auch schon am Anklopfen, hinter vor Fabi und vor Janle und so, nachher kommt der Dealer und Koyokari kann die Lücke nicht schließen. Sheesh Gaming und Marvin wieder side by side, Sheesh Gaming kann sich jetzt durchsetzen oder macht Marvin Switchback, nein macht er nicht. Aber Marvin, ich glaube, er hat ein bisschen zu viel Bock zum Fighten. Denn die haben jetzt gut Boden verloren auf Angelo. Angelo ist vorne auf und davon. Bis jetzt. Und Sachse dreht sich weg. Sachse hier im Kiesbett. Im Kiesbett jetzt Sachse. VSC ist auch nur das volle Safety Car ist draußen. Ist das, weil Sachse im Kiesbett war oder gab es da einen anderen Schaden? Das volle Safety Car ist draußen in dem Sprint. Es wird nachher noch zwei oder drei Runden höchstens geben mit natürlich voller Spannung. Safety Car ist draußen. Und ich würde sagen, während dem Safety Car schauen wir uns doch nochmals die Tabelle an. Zumindest die Standings. Bushi natürlich hat hier Chancen, vor allem im Sprint, auf eine bessere Startposition als Platz 4, kann aber auch verlieren. Aber wie gesagt, im Sprint ist der erste Platz, das sind 8 Punkte, aber 8 Punkte können auch schon viel entscheiden. Von dem her, mal schauen, was er hier machen kann. Sheesh Gaming hier mit einer guten Base unterwegs, wie Marvin natürlich auch. Also die sind vorne natürlich alle auf einer Pace. Angelo, der jetzt hier auch dick punkten kann, auf der Nummer 10 im Alpin, 51 Punkte, könnte sich natürlich wieder weit nach vorne schießen, Richtung Top 5 mit dem super Ergebnis heute, wenn er es packen wird. In den Team Standings, my bad, sorry. Ist natürlich Red Bull sehr, sehr nahe dran an Alpin, also die könnten sich vielleicht auch noch den zweiten Platz hier sichern. Bin ich sehr, sehr gespannt, was hier dann gemacht werden kann oder gemacht wird. Ich würde sagen, ich habe hier gerade was gesehen und das sind 5 Sekunden Strafe für, wenn ich es richtig sehe, wer? Für wen? Ai, Black Sanji.
Black Senji, oder? Ich glaube Black. Sanji? Tut mir leid. Ich sage einfach Sanji. 5 Sekunden Rasen in der Pitlane, wollte hier die 5 Sekunden Zeitstrafe absetzen, die er geholt hat. Schwere Kollision hatte er, glaube ich, mit Jonas, so viel ich gesehen habe. Und auch mit 8 Sekunden Zeitstrafe. Das hilft natürlich nicht weiter im Sprint. Und natürlich wird es jetzt nochmal extra spannend, denn alle werden mit vollem ERS in die letzten zwei Runden reinbrettern. Das DRS wird nicht mehr vorhanden sein. Denn es ist ja, es müssen drei Runden gefahren werden für das DRS. Also DRS wird nicht mehr vorhanden sein. Das Safety Car kommt rein in der Runde. Safety Car in this lap. Safety Car. In das Lab, Angelo wird den Restart antreten. Wann wird er machen? Ich glaube. Jetzt wird er ihn machen. Angelo, jetzt hier im Alpin auf dem ersten Platz in den letzten zwei Runden wird er antreten. Marvin setzt sich Side by Side vielleicht schon gegen Sheesh Gaming. Aber nein, Bushi hat hier komplett verpennt. Jetzt aber konnte er wieder aufholen, da alle ein bisschen Tumult hatten in der ersten Kurve. Schau natürlich auch gespannt, ob Yannick der schon gut aufgeholt hat. Also da kann sich auch noch was tun. Marvin jetzt ganz nah dran. Die Top 3 sind sehr, sehr spannend. Marvin misst ein bisschen die Kurve. Sheesh Gaming Alex war ja sehr am Abreißen zu Angelo. Dreht sich auch fast. Koyukari vorbei am Dealer und Yannick sitzt hinten nur gespannt und wartet drauf. Und nein, Jan Leonzo setzt hier das Auto in die Wand und das Etika kann aber nicht mehr kommen. Jan Leonzo, was ist denn da passiert? Ganz, ganz bitter für ihn. Yannick ist jetzt an Koyukari dran und jetzt wird spannend. Jetzt ist die Spannung hoch. Alle natürlich. Jetzt an Sheesh Gaming dran. Wer hat mehr ERS? Wer kann sich vorbei pushen? Kein DRS gibt es. Marvin geht vorbei. Bushi, jetzt gibt es ein Free Wide. Bitte mach doch ein Free Wide in Turn 1. Es wird nicht gemacht. Ein Side by Side zwischen Sheesh Gaming und Bushi. Marvin hockt hinten nur ganz gespannt und wartet auf und so einen souveränen Windschatten, den er jetzt kriegt. Der kriegt den Doppel-Windschatten, kriegt er auch einen Überschuss. Kann er sich jetzt neben einsetzen von beiden? Ja, kann er, und er setzt sich vielleicht auch neben Bushi. Nein! Sheesh Gaming hinten am Defender jetzt schon, vielleicht gegen Fabi. Bushi jetzt aber auf der 2 ist vorbei, hat glaube ich noch ERS. Marvin aber auch jetzt die zweitletzte lange Gerade vor dem Ziel. Bushi hat hier einen guten Vorsprung und Sheesh Gaming kann hier wieder angreifen. Den Ascari, nein, macht er noch nicht. Kommt jetzt hier ein bisschen aufs Gras. Muss abreißen lassen. Aber jetzt kann Sheesh Gaming wieder angreifen, denn Marvin ist am Blinken. Marvin blinkt, Sheesh Gaming ist nah dran an ihm. Ganz Side by Side gehen. Marvin im Defender-Modus. Bei denen geht's halt auch noch was um den Titel. Sheesh Gaming kriegt da hier das Auto vorbei. Es gibt ein Side-by-Side bei ihm. Wer schafft es? Es schafft. Sheesh Gaming schafft es nicht bei 13.000stel. Und Fabi 63.000stel hinter Sheesh Gaming. Und dann sehe ich dann
Okay, Buschi, haut das Auto nach der Start ein Ziel in die Wand. Ui, da muss das man auch zuerst mal hinkriegen. Aber er hat den zweiten Platz. Und wie knapp war das, bitteschön? Zwischen den drei Fahrern. Eieiei. Da muss ich los. Marvin, Shishkin und Fabi haben sich hier gar nichts gegeben. Buschi auf der 2 hinter Angelo und das ist eine souveräne Startposition. Auch Yannick von der 11 kann was machen, hat aber zwei Positionen wieder verloren. Wir sehen ja Angelo auf der 1 mit 8 Punkten, Buschi 7 Punkte, 2, Marvin auf der 3, 4 Shish Gaming, 5 Fabi Koyokari. Hier auf der 6, 7 Formel 1 war der sich wirklich souverän zurückgefaltet hat. Also Props an ihn, Sachse auf der 8, Jonas 9, der Dealer 10, Yannick 11. Der Boy 12, 13 Butzer, 14 Sanji, 15 Broken, der noch DNF ging in der letzten Kurve leider. Und Janle und so, 16. Grüße euch, wie kann man mitfahren? Ich glaube, da gibt es so einen gewissen Command, der ist Ausrufezeichen Discord. Oder geht er nicht? Perfekt, aber ich denke, da ist in der Beschreibung den Discord verlinkt. Zumindest ist in der Stream-Beschreibung ist die Webseite und von der Webseite kommst du in den Discord und ich glaube, es gibt einen Lobby Restart. Also Charango, ich glaube, ich habe deinen Namen zuerst falsch ausgesprochen. Sorry, meinerseits. Einfach auf die Webseite gehen, dann kannst du beitreten. Ich weiß nicht, ob man das darf. Wenn Buddha im Chat ist, kann er es dir vielleicht schicken. Das ist jetzt auch noch eine große Frage. Aber ich würde sagen, wir gehen in den Be Right Back. Ich gebe euch weitere Infos dann zum Rennen natürlich. Ja, wenn Buddha im Chat.
So, und da sind wir wieder in Monza zurück. Nach dem Sprint, jetzt kommt das Hauptrennen. 27 spannende, aufregende Runden. In 2 Minuten sollte der Start sein, um 23. Jetzt noch 1 Minute. Bald soll es losgehen. Und in dieser Minute sollte hier der Start passieren. Ich hoffe natürlich, dass er passieren wird. Denn ich bin zu gespannt, denn vorhin war alles recht knapp beieinander und recht spannend. Okay, 2 Minuten haben wir doch nochmal gekriegt obendrauf. GG. Eine Minute jetzt noch. So, jetzt sind wir in der Minute angekommen, in der es losgehen sollte.
Jetzt sollte es losgehen. Die fünf roten Lichter gehen aus. Wer kommt besser weg? Bushi oder Angelo? Es ist Angelo, der besser wegkommt. Bushi zieht aber gut nach und Shishke mit einem Top-Start hier. Jetzt Marvin, jetzt schon Side by Side gegen Bushi. Bushi stickt natürlich auch hin rein. Bei Turn 1 hier mit den frischen Reifen kann sich durchsetzen hier bei Angelo. Und mir bleibt die Puste fast weg. Sag's hier vorbei an Formel 1-Fahrer Yannick vorbei an Jonas. Shishke verliert gewaltig Platz zu der Spitze. Tut mir leid. Formel 1-Fahrer auch hier. Und hier sehe ich einen geghosteten, aber das ist nicht Formel 1-Fahrer, denn der ist hier noch im Wald, wird hier off-track geschubst und das nutzt Sachse aus, der hier vorbeigeht. Und Yannick wurde wahrscheinlich irgendwie, hatte eine Kollision, wurde vielleicht gedreht oder so. Es ist nicht sein Tag heute. Goyokari, das ist ein Dabei. Was macht ein dabei im Gravel? Broken nutzt das aus und geht hier vorbei auf Platz 13 jetzt. Jande und so im Heck. Und Angelo jetzt schon Zeit verloren gegen Bushi. Gut, gut Zeit verloren. Bushi natürlich mit den Softs. Ja, natürlich muss gepusht werden. Und wir haben einen Janle und so, der schon 5 Plätze jetzt in der ersten Runde gut gemacht hat. Bushi mit der schnellsten Rundenzeit. Jetzt die Reifen natürlich Formel 1 verraub, harten Reifen und Janle und so auch. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, was hier gemacht werden kann. Bushi jetzt natürlich 1,5 Sekunden schon vor Angelo. Hier nochmal die Strategie uneingeblendet gewesen. Jetzt muss natürlich Angelo schauen, dass er nicht so viel Zeit gegen Bushi verliert, denn die Softs sind schnell, aber es gibt so ein Zeitfenster von 6 bis 7 Runden, dann kriegen sie den langsamen Drop-Off. Und da holt er sich, glaube ich, eine klare Track-Limit hier, Bushi am Garten. Wahrscheinlich voll am Pushen. Fabi nah dran am Marvin und in der nächsten Runde, die Runde wird gesagt, die jetzt kommt, wird das DRS eingeschaltet. Und Fabi kommt hier sehr weit raus und Angelo auch. Tisch gegen mit der schnellsten Runde. Und Marvin setzt hier nicht einfach um. Nein. Jetzt Sachse kann vielleicht wieder aufholen nach vorne. Vom Leitfahrer muss jetzt schauen, dass er Hinder Koyokari sich mitziehen lassen kann. Denn auch der Koyokari hat nicht mal so eine schlechte Pace. Aber für Formel 1-Fahrer ist es jetzt einfach wichtig, da dran zu bleiben. Er muss noch kein Überholmanöver oder so machen, was er aber was macht oder auch nicht. Denn er ist im Fight gegen der Dealer. Der Dealer kann sich aber noch nicht umsetzen. Formel 1 Verrat hier. Die Zeit verloren und Delobi Sachse ist ausgeschieden. Und es gibt ein VSC. Bitter für Sachse, der jetzt ausgeschieden ist. Das VSC ist aktiviert. Vielleicht kam dem Sachse ja das Heck, als er auf den Curb gefahren ist. Und Fabi will ja jetzt schon einen Fight provozieren gegen Marvin. Will er vielleicht jetzt schon Side by Side gehen? Vielleicht macht ihm das großen Spaß. Und Bushi kann jetzt, wenn er es einen Super Restart machen, Angelo keinen guten hat, kann Bushi sehr, sehr profitieren durch den.
Und es geht weiter und Angelo profitiert anders ab dem. Bushi, ja, die er komplett verpennt. Und Bushi jetzt, die Reifstrategie natürlich nicht mehr gut. Denn er ist wieder nicht mehr so weit weg von Angelos. Kurz versprochen von mir, aber Angelo ist jetzt wieder dran an Bushi. Und dran heißt, er hat das DRS. Und ich glaube, Bushi wird ihn nicht mehr rauskriegen aus dem DRS, außer Bushi macht jetzt hier die Ascari seines Lebens und holt auf entspannt 2 Zehntel hier raus. Das ist natürlich Bushis Ziel, dass er hier ihn aus dem DRS ballern kann. Eine Sekunde hat er nicht ganz. Und jetzt ist natürlich wahrscheinlich Angelo komplett am Pushen. Bushi mit dem schnellsten letzten Sektor. Angelo ist hier sehr, sehr am Pushen, drückt alles raus. Was hat und Fabi überholt Marvin. Hinten gab es auch einen Positionswechsel von Yannick. Wobei an Sanji. Yannick mit den Mediums. Und Formel 1 Fahrer hat hier schon 2,4 Sekunden. Aber mit dem Pitstop jetzt schon. Da war vielleicht ein Schaden oder so unterwegs. Und Angelo ist dran an Bushi. Bushi kriegt ihn, glaube ich, nicht mehr raus. Angelo muss schauen, vor allem, dass auch Fabian sehr ist dann. Angelo ist ja auch nahe am Bushi. Und wenn ich Angelo wäre, dann würde ich ein bisschen slower machen. Denn er hat nur 4 Zehntel zu Bushi. Und Fabi braucht nur 3 Zehntel. Zu Angelo. Aber Angelo, jetzt dran, hinten gibt es einen gelben Sektor. Und das ist der Boy. Aber bleiben wir hier vorne, es gibt den ersten Führungswechsel hier im Rennen. Nach 6 Runden und Marvin geht hier wieder vorbei an Fabi. Game Sound ist gerade hier sehr, sehr leise. Marvin war wahrscheinlich am Pushen, dass er hier wieder in das CS kommt. Gibt hier ein Side-by-Side vielleicht? Nein. Bushi muss jetzt einfach achten, dass er sich mitziehen lassen kann. Von Angelo. Denn Angelo hat eine anständige Pace hier heute. Und man muss auch sagen, Marvin hat das CS noch nicht. Und das kann sehr entscheidend sein für Bushi. Der hat die alten Softs hat. Ja, nee, geht's gegen Jonas. Jonas hier mit Struggles. Und Yannick kann das vielleicht schon ausnutzen. Nein, noch nicht. Aber vielleicht auch schon ist jetzt Zeit, was er. Nee, er geht für das DRS. Und Fabi an Marvin vorbei. Bushi an Angelo vorbei. Ja, aber jetzt schauen wir auf Yannick, der jetzt vorbei ist an dem lieben Jonas. Oh, vorne hat die Formel 1 ein bisschen Wüsten. Die harten Reifen sind jetzt wahrscheinlich gleich gut bis fast ein bisschen, nur ein kleines Ticken schneller als die Soft. Oh, und da verliert Formel 1 wirklich fast das Heck. Ganz, ganz kritische, knappe Situation. Jetzt der Dealer. Was macht der Dealer? Hat das er? Das er ist offen. Macht er noch nicht? Vielleicht bei Start und Ziel dann. Na ja, an den Track Limits hier. Oh, nehmt ihr den Körper ein bisschen zu fest mit?
Und hinten gibt's eine gelbe Flagge und das ist Jonas, der sich hier gedreht hat. Und jetzt natürlich bin ich gespannt, was der Dealer machen kann. Vorne gibt es wieder einen Führungswechsel, aber wir bleiben jetzt mal beim Dealer. Kann er sich neben ihn setzen? Nein. Er wird sich nicht neben ihn setzen. Django, nice one. Kuss, Kuss. Dann werden wir die Anmeldung vielleicht heute schon noch durchgehen. Wäre natürlich eine gute Option. Dann freuen wir uns auf dich. So, jetzt aber weiter zum Rennen. Denn wir sind ja nicht zum begrenzt hier. Es ist dann an, um Racing Action zu kriegen. Wenn das Sheesh Gaming mit ein bisschen Wheel Spin. Die Cam ist auch geil. Die feiere ich auch zu Tode. Und Bushi kann sich immer noch bei Angelo mithalten. Also gesagt, fast wieder überholen oder werde er ihn überholen? Nein, wird er nicht. Er steckt nochmal zu, denn er will das DRS ja. Aber Marvin ist jetzt bald in DRS und er hat das DRS gekriegt, aber jetzt Will Spinner keine gute Kurve erwischt. Also Will Spinner kam in das Heck, denn er ist ein bisschen aufs Gras gefahren und Bushi jetzt. Und Marvin kriegt das DRS. Jetzt hinten Sheesh Gaming mit dem kompletten Überschuss. Muss schauen, dass er nicht zu spät bremst. Nein, bremst er nicht. Und vorne sticht Fabi rein bei Marvin. Ob das so ganz wäre, weiß ich nicht. Keinen Schaden aber beide. Und Sheesh Gaming nutzt es eiskalt aus. Mit dem perfekten Exit fast. Ohne Wheels bin er durchgekommen. Und das hat natürlich Bushi und Angelo wieder weitergebracht. Denn die haben jetzt wieder einen 1,3 Sekunden Abstand. Und hinten sehe ich einen Dealer, der sehr, sehr nah dran ist. An Koyokari. Dealer ist immer noch nicht weggekommen. Also vorbeikommen, besser gesagt. Hinten auch Janle und so. Jetzt immer noch im DS. Und auch hier ein bisschen Struggles. Jetzt nicht mehr im DS. Von Janik. Dealer und Koyokari scheidet aus. Werft hier das Auto werden. Das gibt direkt das Safety Car. In Runde 9. Das kann nicht besser laufen für Bushi. Das kann nicht besser laufen für Bushi. Kann jetzt auf neue Softs, neue, auf neue Mediums gehen oder vielleicht auf die harten Reifen. Aber das Safety Car kommt ihm sehr zugunsten. Nein! Bushi! Warte, was? Angelo! Mit den 5 Sekunden! Bushi auch! Die werden ihm, glaube ich, abgezogen. Die schwere Kollision war ein bisschen ehrenlos. Der andere unser muss natürlich durchziehen mit den harten Reifen. Das Richtige ist gar nicht gut für ihn jetzt. Jetzt natürlich ein bisschen abgeschlagen und ich denke, es wird wieder mal Zeit für die neuen Leute, die natürlich dazu gekommen sind, dass wir auf die Tabelle schalten oder zuerst mal zum letzten Rennen, denn hier war ein gewisser Yannick souverän unterwegs. Also da kann man sich bei ihm nicht beklagen, was er hier veranstaltet hat auf der 1 vor dem lieben Big Ben und Angelo auf der 3, der jetzt das Rennen eigentlich anführt. Danach kommt ich war gerade wirklich unkonzentriert, tut mir leid. Danach kommt Marvin und dann Dr. Juhu. Haben alle ein sehr starkes Rennen,
geleistet. Bushi natürlich da ganz, ganz unglücklich DNF gegangen in der letzten Runde, letzter Sektor. Und in der Gesamttabelle, Yannick hat hier, ja, hat hier das geholt, was er holen musste. Also von ihm aus 5 Siege, 2 zweite Plätze. Sehr, sehr gut von den beiden. Also kann man sich nicht beklagen, sage ich jetzt mal so. Und ja, Bushi, der jetzt seine 5 Sekunden Strafe vielleicht noch abziehen lassen kann, ist jetzt auf der 2. Das ist natürlich auch sehr wichtig für ihn. Und hinter Bushi sehen wir Marvin, der auch gut dabei ist, Shish Gaming auch natürlich. Und ein Angelo, der hier gut aufholen kann. Und ja, ich denke, wir gehen direkt mal zum Rennen wieder rüber. Es wäre natürlich wichtig. Also wichtig. Doch, es ist schon wichtig. Es ist der PD-Stream. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir so. Marvin jetzt auf der 3. Wie auch in der A-Wertung. Wir schauen uns doch mal die neuen Reifen an, die die Leute haben. Bushi auf den Mediums, Marvin, Shish Gaming und Dealer auf den Harten. Formel 1 war jetzt auf den Mediums, Angelo, Yannick und Fabi auf den Harten, Sanji auf den Mediums und dann Broken Butzer, Jonas und Da Boy auf den Harten. Jan Leonso natürlich auch auf den Harten. Ich glaube, den habe ich fast vergessen. Das Safety Car kommt nächste Runde erst rein. Sie wären natürlich gespannt, was die Mediums hier machen können. Da bin ich natürlich auch sehr, sehr gespannt. Jan Leon so halt noch keinen Stop hier auf den harten Reifen. Ich wäre fast reingegangen, auch für die Mediums. Hat es aber 15 Position gemacht. Aber ist halt nicht gestoppt. Ging für die Track Position. Statt für den Stop. Der Dealer. Auch 5 Positionen gut gemacht. Broken und Sanji natürlich auch. Und ja, Broken, wir haben hier einen Fanclub. In dem Chat für dich. Ziel ist heute klar Punkte, Broken. Wir haben bald das halbe Rennen durch. Bei Runde und das Safety Car kommt dieser Runde rein. Bushi wird die Strafe natürlich abziehen lassen. Denke ich jetzt mal. Und natürlich Angelo auch. Jetzt ist die Frage. Kann es Bushi schlau anstellen und sich direkt vor Jan Leonso zu stellen nach der ersten Turn und dann so, dass Marvin natürlich Zeit verliert. Jan Leonso zieht das Tempo jetzt an. Bushi kann ihm natürlich souverän folgen, Marvin auch. Marvin ja schon mit dem Überschuss ja im Windschatten und Bushi hat ja da gar keine Chance richtig mit zu halten. Kann sich aber jetzt neben ihn setzen, dann viel später bremsen. Jan Leon so, und da gibt's den Touch, aber Marvin kommt, der Marvin jetzt auch vorbei, der Marvin kommt vorbei. Shish Gaming ist hinten auch noch am Lauern, aber der kommt nicht vorbei. Jan Leon so mit einem kleinen Touch von Bushi. Bushi jetzt auf der 1, aber muss natürlich schauen, dass Marvin ihn nicht mehr kriegt. 14 Runden, 15 Runden haben wir noch gefahren. Und Shish Gaming ist vorbei. Jetzt bin ich gespannt, wie Yander und so durchgereicht wird.
werde er natürlich alt reifen. Der Dealer ist hinten auch schon bald am Anklopfen. Und hinten der Dealer und Formel 1 Fahrer im Fight. Formel 1 Fahrer geht er vorbei. Ja, er geht vorbei an der Dealer. Obwohl noch nicht ganz, aber wer hat jetzt den Windschatten? Von die anderen, so beide streiten sich drum, aber Formel 1 Fahrer kriegt ihn. Er kann der Dealer vielleicht wieder angreifen. Halb sie später. Dealer. Und das gibt eine Penalty. Das war natürlich unlucky, er ist aufs Gras gekommen. Und jetzt klopft Janik hinten schon an. Janik geht hier vorbei an der Dealer. Natürlich vorne hat sich die Lücke schon gut geöffnet zwischen Buschi und Marvin. 1,8 Sekunden. Und jetzt muss Marvin natürlich schauen, dass er nicht noch gefressen wird von Shish Gaming. Shish Gaming natürlich hier auch stark unterwegs heute. Wie schon mehrmals erwähnt. Aber Marvin natürlich auch, aber Marvin hat schon 2 Sekunden verloren auf Buschi. Shish Gaming geht hier, was round the outside auf einmal. Durch. Marvin verliert hier, glaube ich, ein bisschen an Pace. Nee, Marvin kann nicht kontern. Okay, ich dachte schon, Marvin kann kontern. Dem war aber nicht so. Hinten geht Fabi vorbei an der Dealer. Und Angelo auf der 9. Was habe ich hier verpasst? Ich glaube, der war am Safety Car schon auf der 7. Das fand ich auch sehr, sehr komisch. Naja. Kurzer nah dran unbroken. Oh, ich verliere dir fast das Auto. Hält dir kein DS. Ganz, ganz knapp nicht. Vorne ist Jan der uns so vorbei. An Fabi. Nee, das ist wieder ein Dreikampf. Gibt es hier ein Free Ride? In Parabolica? Nein. Side by Side. Und wer kriegt ihr das DRS so uns? Jan, der und so wird ihr komplett durchgereicht. Geht jetzt bitte. Es war ein Late Move und da gibt es die 5 Sekunden Zeitstrafe rasen in der Boxengasse. Jetzt natürlich Fabi vorbei an Angelo. Ich glaube, das war fast ein Team Order. Jetzt muss aber Angelo ist vorbei. Jetzt muss Angelo aber zeigen, dass er hier gute Pace hat, denn er muss zu Janik aufschließen. Und Buschi ist immer noch 1,9 Sekunden vor Shish Gaming. Janik kann hier auch nicht mehr ganz aufschließen. Irgendwie an Formel 1 war und Shish Gaming haut sich die NF. Das gibt es nächste Safety Car. Und jetzt alle nochmal auf Mediums. Alle müssen jetzt auf Mediums. Shish Gaming haut hier das Auto weg. Der Mann, der hier die Pole geholt hat. Setzt das Auto in die Wand. Buschi geht bitten, Marvin geht bitten. Wer geht für die Track Position? Natürlich ganz bitter für Jan Leon, so dass er jetzt genau bitten, vorhin genau bitten gegangen ist.
Hör mir so, aber dass jeder in die Box geht. Alle gehen auf Softs, okay. Okay, gut, ist ein besserer Callout auf die Mediums, denn es sind nur noch 10 Runden. Aber ja, Leon, dann kann ich jetzt die 5 Sekunden wieder abziehen lassen. Oh, und Bushi muss das natürlich auch machen. Und das schmeckt ihm gar nicht. Barbie geht für die Track Position mit 7 Runden alten harten Reifen. Er wird jetzt bis zum Schluss die schlechtesten Reifen, genau, Reifen vom Grid haben. Somit eine ganz schwierige Aufgabe für ihn. Wird spannend. Und ich glaube, es haben die Leute haben noch ein Delta jetzt nicht mehr. Und Formel 1 war auf die Mediums, die Jonas auch auf die Mediums. Einige, alle außer zwei auf den Softs. Und ich bin gespannt, wie Fabi durchgereicht wird. Marvin hat natürlich jetzt die besten Aussichten. Denn wenn er schnell Fabi überholt, kann es sein. Denn Fabi wird fighten, glaube ich. Fabi wird fighten, dass der Fabi natürlich die Leute aufhält. Und Formel 1 war auch noch mit den Mediums. Für ihn hat er im Sprint nicht gut ausgesehen. Denn der ist da. Hat sich getreten, der Safety Car kommt in dieser Lap rein. Und da sehen alle Autos. Die Reifen noch mal kurz schnell warm machen und dann werden wir sehen, was für ein Resort es gibt. Yannick ist jetzt auf der 4. Wir sind alle gespannt. Was wird Fabi machen? Und Fabi zieht früh an. Und damit rechnet nicht mal Marvin mit den frischen Softs. Was ein Restart von Fabi. Der zieht sehr, sehr früh an. Auch Marvin kommt jetzt schnell durch. Aber da gibt es ein kleines Missverständnis. Angelo vorbei, Broco vorbei, Broken jetzt in der Top 10. Der Dealer natürlich nicht mehr, denn er hat eine Strafe. Und hinten, oh, hinten gibt es die Kollision. Ich glaube, hier ist ein Frontwing Damage vorhanden. Jetzt Marvin halt. Könnte noch kritisch werden, aber zuerst Angelo gegen der Dealer, Broken, tut mir leid, gegen der Dealer. Der Dealer setzt sich durch. Formel 1 Fahrer, den beobachten wir jetzt mal. Denn ich glaube, Marvin wird anziehen, um so schnell wie möglich Fabi zu überholen.
Oder wir warten bis zum DRS. Oder er wird von Yanni getaggt. Yanni bleibt hier auf seiner Linie, die er fährt. Bushi, 3 Sekunden Zeitstrafe. Bitter für Bushi. Aber es sind noch 8 Runden zu fahren. Formel 1-Fahrer jetzt neben Marvin. Formel 1-Fahrer muss Plätze gut machen, denn er hat nicht so gute Reifen wie Marvin. Und Formel 1-Fahrer macht die Plätze gut und ist jetzt direkt neben Fabi. Fabi mit den alten harten Reifen. Kann hier nichts gegen machen. Marvin geht vorbei und gibt jetzt hier das Free White. Nein! Aber ein Side-by-Side, 2 sogar. Und Fabi behauptet sich hier vorne, aber wird jetzt wieder entdeckt von Marvin, glaube ich, gleich. Marvin jetzt round the outside, natürlich mit den frischeren, mit den besseren Reifen. Was kann Fabi dazu sagen? Er kann nichts zu sagen, denn der wurde geschluckt von Marvin. Aber es hat ganz schön lange gedauert. Marvin war hier am Struggle. Fabi mit einer sehr guten Defense heute. Jetzt sehen mal Bushi zu. In der Bushi gibt es eine Sekundenlücke, aber nee, Angelo jetzt auch. Und da gibt's den Dreher. Fabi ist weg. Fabi dreht sich. Und der hat jetzt gerade alles verloren. Ist hier für die Track Position gegangen. Ich weiß nicht, ob er jetzt gedreht wurde. Oder nicht. Aber das ist sehr unlucky. Und da Boy jetzt auf der 4. Uschi geht pitten. Da Boy jetzt auf der 3. Wird jetzt angegriffen von Angelo. Angelo macht es. Oder nicht? Doch, er macht es. Oh, und hinten gibt es den kleinen Touch von Santi und der Dealer. Und warum ist Bushi pitten gegangen? Vielleicht hat er Frontwing Damage von Fabi gekriegt, vermute ich jetzt was mal. Und kleines Feedback von Cheese Gaming zu dem DNF. Wir haben doch kurz Zeit, hoffe ich jetzt mal, denn es ist gerade wirklich spannend. Yannick und Marvin im Fight. Absolut Schmutz, kein Grip im Rennen gehabt. Reifentemperatur die ganze Zeit die ganze Zeit 5 bis 7 Grad zu wenig. Trotz Höhen nach dem Sprint. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Das kann ich nachvollziehen, dass man sich dann wegdreht, denn die Reifentemps sind sehr, sehr wichtig. Und was auch wichtig für Yannick wäre, wäre hier Marvin vorbeizugehen. Und Yannick geht hier vorbei mit einem guten Überschuss an Marvin. Was macht sich hinten? Sanji vielleicht jetzt an dem Dealer vorbei? Nein, hinten bremst Formel 1-Fahrer gut. Kann sich hier vielleicht nach Turn 1 behaupten oder Turn 2 besser gesagt? Nein, es geht nicht. Und jetzt kommt wirklich vielleicht die Zeit von Formel 1-Fahrern. Denn die Mediums schalten bald um auf bessere Reifen als die Softs. Bushi nochmal 5 Sekunden raus in der Boxengasse. Und er gibt die Session auf in der Pitlane. Sehr, sehr bitter für Bushi. Das tut absolut weh. Wieder ein Double DNF von Red Bull. Kann hier heute nicht absaufen gegen Traudl. Denn wie gesagt, die haben eine Wette am Laufen, glaube ich jetzt mal, wie ich das voll mal verstanden habe, oder es wird neu diskutiert, was da passieren wird. Aber wir konzentrieren jetzt uns aufs Rennen und auf einen Boy, der mich wirklich überrascht heute. Auf der 4. Was wäre das für ein Rennen? Broken vorbei an Sanji. Hinten Sanji vielleicht. Und Formel 1-Fahrer geht vorbei am Dealer auch. Dealer ist schon am Blinken. Und jetzt, wie gesagt, die Zeit vom Formel 1-Fahrer ist gekommen. Die Mediums schalten
zu den besseren Reifen um als die Softs jetzt. Jetzt ist die Frage, wie lange dauert es, bis die Softs wirklich den Job aufkriegen? Fabi mit der Fastest Lap im Alpin hat hier natürlich auch viel, viel verloren. War mal auf dem ersten beim Safety Car Restart, jetzt nicht mehr. Und Vettel ist das auch am Lenkrad, ist die ganze Zeit die 3 gewesen. Jetzt ist sie, ja, da, okay. Und Marvin klemmt sich hier immer noch an Yannick dran. Angelo natürlich auch sehr, sehr nah dran und ich glaube, Marvin wird warten bis zur letzten Runde. Schaltet hier, okay, er schaltet das CRS ein, könnte vielleicht jetzt vorbeigehen, geht er vorbei, er geht innen, aber, außen, aber Yannick defendet das. Ich glaube, Marvin wartet wirklich auf die letzte Runde und der Boy ist vorbei an Angelo, der Boy hat das. Der ist vielleicht nicht bekommen ganz nach vorne, aber vielleicht hat er die Pace dazu, das wieder zu kriegen. Wir schauen mal ein bisschen nach hinten. Danji auch nahe dran, Unbroken. Broken hier auf P6 jetzt. Oder auf den Verbremser. Es gibt Verbremser von Sanji. Das Heck ist ihm komplett gekommen. Das sind halt langsam abgenutzte Softs, mein Junge. Wie gesagt, wir schauen uns kurz die Zeitabstände an, oder die Scharfen, besser gesagt. Broke jetzt auf der 6. Jan Leonso hat die Session abgegeben in der Pitlane. 11 Fahrer verbleiben noch und ich sag so, mindestens 5 können bis jetzt noch das Rennen gewinnen. Oh, Marvin war ja kurz am Weaven. Darf es natürlich nie mehr rüberziehen. Yannick, tut mir leid. Yannick will, dass Marvin vorbeigeht, denn ich glaube, Yannick will jetzt eher es gut machen. Tut mir leid. Erkältung ist immer noch ein bisschen hier. Donnerstag war ich ja. Angabe, jetzt geht's wieder. Ja, boy, was eine starke Performance von dem Mann heute. Für Formel 1 Fahrer ist jetzt, der muss das jetzt ausnutzen. Die Mediums sind jetzt besser als die Softs. Muss das wirklich ausnutzen. Wir schauen uns mal die gewonnenen Positionen an. Da war ich mit 8 gewonnenen Positionen. Yannick mit 9 gewonnenen Positionen. Broken mit 7 gewonnenen Positionen. Also hier haben alle gewonnen, außer 2. Die jetzt auch im Rennen sind. Angelo hat 2 verloren von der Pole. Oh nein, Formel 1 Fahrer dreht sich. Na shit, es ist Broken, nicht Broken. Ach Gott. Ah, tut mir leid, Bruder. Und Formel 1 dreht sich hier. Ach, Digga, Formel 1. Ach, Mann, ey. Du hast mich jetzt rausgebracht. Formel 1 Fahrer dreht sich hier. In Ascari hat jetzt keinen Frontwing mehr. Und ich glaube, das war es. Was für ihn. Er könnte vielleicht in die Pit gehen jetzt noch für die Fastest Lap. Aber ich glaube nicht mehr. Fährt er durch? Ne, er fährt durch auf Hoffnung auf Punkten. Morgen auf der 8. Er ist auf der 5. Oder auf der 6. Der Dealer hat hier, wie ihr sehen könnt, 6 Sekunden. Jonas, 3 Sekunden. Er ist auf der 5. Borgen ist auf der 5 jetzt. Und der Boy hat hier das DRS verloren. Nach vorne. Kann sich der Boy nochmal reinkämpfen. Jetzt trifft dann gleich die letzte Runde ein. Die letzte Runde des Rennens.
Und wir sehen hier gerade ein Sanchi, der vorbeiging an Formel 1 Fahrer. Aber jetzt alle Augen auf Marvin, Yannick und Angelo. Wer wird hier vorbeigehen? Yannick geht vorbei. Aber ey, es ist nochmal eine DRS gerade. Oh, und Angelo verbremst dich hier gewaltig. Weil jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit. Und jetzt dabei noch die Chance auf das Podium. Marvin jetzt auf der 2. Jetzt ist die Frage, was kann Marvin draus machen aus dem DRS nachher? Marvin jetzt. Nutzt er das DRS jetzt, um wieder ranzukommen. Jetzt einmal noch gut Ascari erwischen. Gelingt das Marvin? Oder erwischt Yannick besser? Beide fast gleich gut, Yannick noch einen Ticken besser. Marvin kann sich jetzt hier vielleicht den ersten Platz krallen. Blinkt hier. Geht hier nicht in die Innenseite rein. Ganz, ganz knapp. Was sagt der Exit? Der Exit spricht für Yannick und Yannick holt hier das Ding in Monza. Angelo auf der 3 und da Boy setze ich auf die 4. Der Dieter auf der 5. Jonas auf der 6 und Bocken. Nein, Bocken teleportiert sich hier auf die 5. Der Dieter 6, Jonas 7, Butze auf der 8. Starkes Rennen von ihm. Sanji auf der 9. Formel 1 Fahrer unglücklich auf der 9 jetzt. Sanji auf der 10. Fabi. Auch ein Unglücksrabe hier auf der 11. Best Driver of the Day. Werden wir jetzt dann gleich gespannt sehen. Yannick ist Driver of the Day. Der Erstplatzierte hier. What a race. Was ein Zurückkämpfen nach dem DNF im Quali. Wird der Shampoos umgespritzt, verdient ans Podium. Alfa Romeo mit dem nächsten Sieg hier in der L2. Hier sehen wir die Tabelle nochmal, Yannick auf der 1, Marvin 2, Angelo 3, dabei sehr, sehr starkes Rennen auf der 4. 5 haben wir Borken, 6 Dieter, 7 Jonas, 8 Butzer, 9. Formel 1 Fahrer. Die Top 10 macht Sanji fertig. Fabi auf der 11. 12. Jan Leonso. 13. Bushi. Alle Jan Leonso, Bushi, Tisch Gaming, Kuyukari. Und Sachse alle DNF. Ich würde sagen, wir gehen hier mal ins bekannte Interview. Hier haben wir noch den Text stehen. Yannick auf der 1. Marvin auf der 2 und dritter wurde Angelo. Und Driver of the Day, will ich mal was sagen. Wer hat sonst am meisten Plätze gut gemacht? Borken. Denn Yannick ist hier schon auf der 1. Denn ich will auch noch Borken interviewen, der heute auch ein souveränes Rennen hier gemacht hat. Ich hoffe natürlich, der ist im Call. Wenn nicht, ist es dann leider fast ein bisschen unglücklich. Dann ist es natürlich sehr, sehr schade. Aber wir holen hier zuerst mal Borken ran. Hi Borken. Moin. Kleine Info, ich habe dich einfach reingeholt, weil du am meisten Plätze sonst gut gemacht hast und Yannick Erster ist und Job ist. Ja, nice, danke. So, wo haben wir den Rest? Yannick haben wir nach hier.
Hallo Yannick. Ist er hier drin? Oh, falscher Move. Naja, ein drunter ist er, glaube ich. Ein anderer? Hey, Ah, nee, doch nicht. wo habe ich jetzt Yannick hingemoved? Oh, Yannick ist hier im CL2. Eieiei. So, Yannick, tut mir leid. Was? Wo ist er? Hä? Bin ich jetzt dumm? Hier wird mir doch L2. Kommentator. Der ist im Al in Alfa Romeo ist ja drin. Ja. Jetzt, Yannick. Oh Oh. Gott. Zweimal gefettfinger, tut mir leid. Alles Mein gut. Alpin fehlt noch. Ja, der Angelo, den bin ich jetzt gerade nicht. Der Ja, Angelo, ja. stimmt, der ist nicht mehr. Ich glaube, der wollte aber auch nicht. Ah, okay, gut. Dann, Weil, ja. ja. Würde ich sagen, starten wir mit dem Try of the Day. Kleine Info, Yannick, ich weiß, du wurdest Try of the Day. Ja. Erwähnt es nachher auch nochmal, aber da du jetzt schon im Interview bist, habe ich mir überlegt, ich nehme jetzt auch mal den Walken dran, der ja 10 Plätze gut gemacht hat im Rennen. Ist für mich Ja, auch passt. eine sehenswerte Leistung. Ich würde sagen, Walken, wir starten bei dir. Du hast heute einiges gezeigt. Das Quali war relativ im Mittelfeld. Und im Rennen hast du natürlich alles aufgeholt. Hast hier dich schön rausgehalten aus den Crashes, was auch immer da passiert ist noch. Wie lief das Rennen so für dich? Und der Sprint natürlich auch. Ah, der Sprint lief an sich ja eigentlich auch gut. Qualifying bin ich, ich glaube, Elfter oder so gewesen. Sprint lief eigentlich auch wohl ganz gut. Habe mich dann in der letzten Kurve weggedreht. War dann DNF. Aber dann dachte ich mir, okay, im Rennen einfach sauber fahren, keine Zeitstrafen holen und einfach gut durchkommen ohne Stress und am besten Fall mit DRS. Ja, hat auch so geklappt. Ich bin froh, dass das Safety Car gekommen ist. Weil auf den harten war so. Hatte ich zu wenig Temperatur in den Reifen. Ja, Alex hatte das ja auch. Da war das Safety Car für mich Gold wert, dass ich noch auf die Soften konnte und ja, dann im Endeffekt sogar noch 10 Positionen nach vorne. Ja, also sehr, sehr gelungenes Rennen. GG zum 5. Platz bei dir. Meiner Meinung nach kann man das gut als Try of the Day sehen. Hast gleich viel Plätze gut gemacht wie Yannick. Zu dem wir aber Ja, danke nachher schön. dann springen. GG. Und dann würde ich sagen, Angelo ist ja, der musste schnell weg. Wurde mir gesagt. Von ihm persönlich. Und dann würde ich sagen, springen wir zu Marvin. Marvin, du warst heute wirklich vorne dabei, vor allem auch im Rennen, im Sprint auch. Hast hier fast noch Yannick gekriegt in der letzten Runde. Also hast hier heute ein sehr starkes Rennen abgeliefert. Wie ging's so für dich? Also ich muss erstmal sagen, das Qualifying lief besser, als ich dachte. Also war relativ okay. Hatte dann einen perfekten Start gehabt, war sofort auf P3 von P6 gestartet, bin ich der Meinung. Konnte es dann auch sehr, sehr gut halten. Dann nachher am Rennen wieder einen perfekten Start gehabt. Also ich glaube, ich war dann sogar auf 2 schon zwischenzeitlich. Konnte dann mit Angelo und dem Fabi permanent die Pace vorne halten. Wir waren ja dann 1, 2 und 3. Und das lief dann halt sehr, sehr gut. Dann kam halt durch die Safety Cars. Dann hatte der Angelo sich leider verbremst und ist Buschi hinten rauf. Dadurch hatte Buschi eine 5-Sekunden-Strafe, was für mich relativ gut Toll. war. Dadurch 5 Sekunden, Speeding an der Pitlane. Jedenfalls war ich dann zweiter pitbereinigt. Und ja, dann lief das Rennen eigentlich permanent sehr, sehr gut. Dann kam das nächste Safety Car, da sind wir alle auf Soft gegangen. Buschi hatte dann irgendwie, ich glaube, Fabi irgendwie hinten ans Heck gehauen, hatte Flügel-Damage und dann musste er wieder an die Box. Das heißt, ich war pitbereinigt Erster. Dann kam Yannick von hinten und dann waren es in den letzten Runden eigentlich nur noch Yannick Erster, ich Erster, Yannick Erster, immer im Wechsel. Am Ende schade, dass ich nicht P1 geworden bin, aber auch P2 ist sehr, sehr gut. Sprint 6 Punkte mitgenommen. Hier jetzt nochmal im Hauptrennen 18 Punkte. Damit habe ich einen sehr, sehr großen Sprung in der WM gemacht, auch in der KWM. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Rennen. Also kann mich nicht beklagen. Ja, also in der KWM, wenn ich das richtig sehe, in der Drivers WM, tut mir leid, Ja, hast Frau du, Buschi. ja, hast du Buschi heute gekrallt? Starke, oder? Das Doch. wird auch, Zwar, okay. doch. Um zwei, drei Punkte. Ja, um Okay, gut. 3 Punkte, genau. Dann, ja, hast du jetzt den zweiten Platz hier gekrallt. Musst natürlich schauen, dass du das im letzten Rennen
von deiner Seite aus verteidigen kannst. Es war heute wirklich eine sehenswerte Leistung. Was heute auf Spitzentempo, so wie Yannick, zu dem wir jetzt kommen. GG an dich, Marvin, und würde ich sagen, Yannick, okay. Dein Qualifying. Ja, darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. War sehr, sehr andauernd. Und der Sprint hast du da wieder ein bisschen aufgeholt im Rennen. Top-Performance. Meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Erster Platz beendet. Wie liefst du dich? Vor allem in der letzten Runde waren da ein bisschen. Warst du da ein bisschen am Schwitzen gegen Marvin? Im Qualifying reden wir am besten nicht drüber, wie schon gesagt. Dann im Sprint. Der lief eigentlich relativ gut bis auf der letzten Kurve. Da wollte ich zu viel, weil Marvin und so zu dritt nebeneinander waren. Und im Rennen hat es auch erst scheiße angefangen. Da bin ich weiß, ob du es drauf hattest, von 11 auf 16 zurückgefallen, weil die vor mir gestanden sind und ich zu hart auf die Bremse gegangen bin. Bin ich auf Platz 16 zurückgefallen, dann hatte ich 6 Sekunden auf Formel 1 war, dann kam zum Glück das erste Safety Car, bin ich da wieder rangekommen, ja, dann ging eigentlich das Rennen immer so weiter mit den Positionen der DRS-Train, dann kam das letzte Safety Car, wo man auf die Softs gegangen ist, da, wo ich überraschend Busch überholt habe, ich weiß ja nicht warum, aber habe ich Busch überholt und danach, ja, also, es war schon schwitzig zum Ende. Ich habe schon vorher geschwitzt, aber es hat Spaß gemacht. Ja, also es war auch spaßig, um zuzusehen. Also sehr spannend heute von der ganzen EL2. Natürlich sehr, sehr unlucky, die das erwischt hat nach der Doppelrechts. Da waren es, glaube ich, insgesamt heute 3 Leute. 3 oder so. Genau, die es erwischt hat heute. Natürlich. Kann man da schnell mal Traktion verlieren, wenn man nicht damit rechnet. Vor allem dann auch mit den älteren Reifen, die man dann irgendwann im Rennen bekommen muss. Und ja, von mir ein großes GG ans Podium. An Morgen auch Drive of the Day. Und den Rest natürlich in den Punkten. Unlucky für die, die nicht in die Punkte gekommen sind, aber das gibt einen größeren Push für das letzte Rennen nächsten Dienstag in Abu Dhabi. Mittwoch. Ach Digga, Mittwoch. Ja, tut mir leid, ich hab's irgendwie die Woche nicht so mit den Tagen, weil Montag frei war. Ja, GG von mir und ich würde sagen, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Mithören, fürs Einschalten. Buddha, wäre lieb, wenn du uns weiter raiden würdest. Entweder einer, der du willst, oder zu JST oder zu Mike. Wie auch immer. Und kleine Info, morgen ist die CL2 am Start auf dem Hauptchannel und auf dem zweiten Kanal ist die EL4. Am Freitag geht's dann weiter zur CL1 und ich glaube nochmal eine Liga, wenn ich da nicht richtig sehe. Nicht richtig liege, dann tut's mir leid. Auf jeden Fall, der Ending-Screen wird euch einiges sagen. Haut rein, bis zum nächsten Mal, war gut zum Kommentieren, souverän und danke fürs Einschalten. Schönen Abend euch und ciao.